Hi und herzlich willkommen bei der zweiten Folge DMDS Dance My Dance Style. Ich bin Isabella und ich freue mich ganz herzlich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Heute haben wir zwei super coole Gäste für euch mit am Start, einmal aus Deutschland und einmal aus Luxemburg. Und ja, sie werden gleich mit reinkommen. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, welche Themen im Kizomba denn besonders spannend für euch sein könnten. Und heute geht es direkt ans Eingemachte. Es wird sich primär um die Rollenverteilung drehen. Alles um das Zusammenspiel zwischen den Tanzenden und wie funktioniert das eigentlich und welche Rollen können die dabei einnehmen. Über das und mehr werden wir uns gleich mit unseren Gästen unterhalten. Und jetzt freue ich mich, Sie erstmal hier live mit im Studio begrüßen zu dürfen. Janina Di Corrado und Shin Floor. Willkommen ihr beide nochmal. Ich freue mich riesig, dass ihr mit dabei seid. Hallo. Danke für die Einladung. Wir sind echt begeistert hier von der Location. Das ist echt mega. Und ja, wir freuen uns. Ich freue mich auch auf jeden Fall auf diesen Austausch mit diesen zwei coolen und crazy Kanonen. Crazy? Was ist das? Ja, sie ist crazy. Die crazy Kanone. Also ihr habt auf jeden Fall schon den ersten Eindruck. Zwei super sympathische Gäste, die wir mit dabei haben. Erzählt mal für die, die euch noch nicht kennen, wie habt ihr das Fundament eures Kizomba gelegt und welchen persönlichen Bezug habt ihr denn zum Kizomba? Also ich denke, meine Geschichte wird ein bisschen länger sein. Also ich gebe das Wort Janina. Ja, das wollte ich machen. Okay, Karte, nein, Spaß. Haut einfach raus. Ladies ja, first, mein ne? Fundament, Kizomba, ja? Fundament. Okay, lass mich mal kurz rumgrosen. ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe vorher mit Salsa und Bachata angefangen. Ich hatte Salsa unterrichtet gehabt und dann fing so gerade diese Kizomba-Szene an. Es war noch ganz, ganz frisch und sehr modern anscheinend, weil alle Tanzflächen waren frei, Kizomba-Room voll. Aber keiner hatte einen Plan, wie es geht. Ja, das war wirklich die Anfangsphase. Und dann habe ich damals den Leslie kennengelernt aus Bremen und habe mit ihm gut getanzt und es hat gepasst und er sagte, hey, hast du nicht Bock zu unterrichten? Und ich so, ja, gut. Dann hat er angefangen, mir natürlich die Sachen beizubringen, ne, dass das alles sitzt. Ja, und so fing das so ein bisschen an, dass wir da ein bisschen rumgereist sind, ein bisschen unterrichtet haben. Und danach habe ich mit dem Donald getanzt. Donald Wilson. Mit dem Donald. Ja. By the way. Hallöchen. Ja, und durch ihn ist das eigentlich auch gekommen, dass wir uns irgendwie getroffen haben. Ja, weil das seine war eine coole Geschichte, ne? Ja, ne? Hose und mal, so, das ne? Wir du kannst am besten erzählen. Ich rede immer so viel. Ja. Wie war das? Ja, es war in Köln, das weiß ich noch. Ja, also ich weiß, ich habe, also ich hatte eine Buchung in Köln und meine damals Tanzpartnerin, die konnte da nicht. Und ja, habe ich Donald angerufen, weil eigentlich habe ich mit Donald auch angefangen, den Kizomba zu tanzen in Luxemburg, weil der hat ja, er hat vorhin in Luxemburg gewohnt, ne? Und da hatten wir eine Gruppe zusammen. Ja, dann natürlich rufst du dann deinen Bro an und sagst, hallo, wie ist es? Hey, Zü, ich brauche eine Tanzpartnerin. Und er, ja, ich habe die Janina, ich frage die mal. Und ja, so tja, ist es da. Rein, ne? Und ich dachte, sie hieß Sabrina. Und da steht Sabrina. Das steht immer noch in seinem Handy. Sabrina Köln. Köln. Ja. Das ist mittlerweile schon so nicht schon 6 Jahre. Ich hoffe, sie mal Mandy. Sabrina Köln stehen lassen. Einfach um den Anekdoten, als sagt Andenken. Man. Als Andenken. Ja, das sollst du eigentlich Andenken. Positiv aufnehmen. Super zu mir, Sabrina. Ja. 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 Sabrina Janina. Okay, ja? Sabrina Janina. Also naja, auf jeden Fall habe ich dann da ausgeholfen und was sich herausstellte, war, dass er halt natürlich einen ganz anderen Tanzstil hatte, wie Donald damals. Donald hat sehr zentral und klein getanzt und er hatte halt so eher diesen Morenasso-Style, viel größer und energischer. Ausgeprägt. Ja, ganz, ganz andere Bewegungen. Ne? Und es war ja trotzdem noch so ein bisschen meine Anfangsphase. Und man entwickelt sich ja erstmal noch so. Immer wenn man die Partner wechselt auch, dann ist das auch schwierig, da ein Fundament zu bauen. Und ja, dann haben wir unterrichtet, wir haben uns kurz eingegroovt vorher, was er machen möchte. Und es stellte sich heraus, es hat echt gut funktioniert. Also die Leute haben echt gedacht, wir hätten schon ein paar Mal miteinander getanzt. Krass, weil er hatte einen DJ mit damals. Und er sagt auch, ey, wenn ich das nicht wüsste, ich würde denken, du bist seine Tanzpartnerin. Ja, sagt er, das hat so harmoniert, also es hat direkt funktioniert. Und er hat sich auch auf mich eingelassen.
Ja, und dann haben wir uns ein paar Monate wieder getroffen auf dem Festival. Ich hatte keinen Partner. Er hatte keine. Und dann seid ihr zusammengekommen. Da haben wir gesagt, da trainieren wir doch mal einfach just for fun. Komm, wir versuchen mal, ne? Gucke mal, in welche Direktion das geht. Direkt wieder so Feuer und Flamme und harmoniert und alles. Wobei, ich muss sagen, wir hatten erstmal gar keine Vorstellung von dem, was da jetzt kommen sollte. Also wir wollten jetzt nicht sagen, hey, wir unterrichten jetzt, wir machen Festivals. Es war eigentlich nur mal, lass mal trainieren. Einfach just for fun, weil wir immer sehr viel Spaß auf den Festivals hatten, weil wir rumgealbert haben beim Tanzen, experimentiert haben. Ja, aber das ist ja auch aber das wir Coole. Sind ganz schnell dann zum, ja, okay, wir lass uns Buchung. Eine Show machen. Ja. Lass uns direkt eine Show präparieren, Hammer. Haben wir auch gemacht. Ja. Geil, das ist ja auch das Coole am Kizomba, ne? Dass man soll Spaß haben, aber wenn man auch merkt, dass das harmoniert, dann hat man halt diese Bewegung und den Spaß und diese Craziness und die gerade ihr auf jeden Fall vereint. Dann entsteht natürlich auch Kreativität. Ja, ne? Genau. Wenn jeder frei sein darf im Denken und im Ausleben, sage ich jetzt mal. Ne? Auch ein gutes Temperament bei uns beiden ist ein bisschen schwierig, aber... Sizilianerin. Ich weiß nicht, Temperament, ne? Ja. Die beiden, die mixen, ne? dann wird es keine Gemüsesuppe, dann wird es das nicht. Nudeleintopf. Nein, ist aber ganz okay, ist ganz cool. Ne? Wir diskutieren ein bisschen, du hast eine Idee, ich habe eine Idee und sie will dann es direkt perfekt haben. Ja, wir müssen es so. Und ich auf meiner Seite, lass mich erstmal den Weg finden. Erstmal, aber das ist ja auch das Interessante, so diese Energien einfach. Der eine hat straight diesen roten Faden vor Augen und die andere gibt dann halt immer von links und rechts da immer diese ganzen Gewürze mit bei. Der technische, also erstmal so, wir gehen die Technik durch und ich sag mal, ich bin so ein Straßentänzer. Ich habe gerade so eine Vision und die haue ich in dem Moment, wo wir irgendwas trainieren, sofort raus. Sag, ja, ich habe eine Idee. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja, wir können hier eine Öffnung machen, dann versuchen wir es. Beim ersten Schritt hast du versucht, hat sie wiederum eine neue Idee. Komm mal runter, wir machen das mal Step by Step. Lass mich doch erstmal machen. Ja, aber du musst so und so und dann so. Und da merkst du schon so einen Blick, so, Halleluja. Ja. Gleich knallt es hier. So. Relax. Ja, und dann füge ich mich. Und entweder war es dann wirklich gut und wir tanzen das dann alle Jahre. Ja. Oder es geht halt unter. Ne? Wir machen was anderes. So. Also das heißt, zwischen euch ist auf jeden Fall dieses Potenzial da, dass ihr wächst miteinander und dass ihr euch entwickelt. Und jetzt auch eine spannende Frage. Also ihr tanzt jetzt seit 7 Jahren zusammen. Und lange Zeit vergeht. Wie lange habe ich dich schon ertragen? Dann erzähl mal. Ist das sehr lange, 7 Jahre. Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Also ich meine, ihr beschleunigt ja diesen Entwicklungsprozess, gerade weil ihr zwei total unterschiedliche Charaktere im Tanzen seid, aber ihr ergänzt euch ja prima. Und was denkt ihr, wie sieht das bei anderen aus vielleicht, die jetzt keinen festen Tanzpartner haben? Kann man auch diesen Entwicklungsprozess genauso erreichen? Mit oder ohne festen Tanzpartner? Also ich denke, das ist so die Frage, was hat man als Ziel? Ja, was möchte man? Genau. Und was willst du den Schülern rüberbringen? Mhm. Als Solotänzer, also ich habe mich nie als Solotänzer gesehen. Also bei mir war es immer klar, ich will eine Tanzpartnerin, weil das, was ich rübergeben möchte, ist das die Rollen. Die Rollen aus, wie sagt man das, Mann, die Rollenverteilung, ne? Ja, ist richtig, ja. Okay, die Rollenverteilung, ja, das ist für mich wichtig, ne? Genau. Weil ich sehe mich nicht als, also Ladies, ihr müsst dann den Lady-Styling machen. Das ist nicht mein Job, das macht sie. Ich mache den Man-Styling und sie macht den Lady-Styling. Und ich sehe mich nicht auch als Mann, dass du mir dann erklärst, ich finde es besser, der Mann macht der Mann, die Frau macht die Frau. Gibt auch, ja, Frauen, die Männer machen oder so, finde ich auch ganz gut, was die machen. Ne? Die machen das auch prima, aber halt unser Bild ist was anderes. Das hilft auf jeden Fall, ne? Wenn man halt zwei Personen hat, die auch gerade mit dabei sind. Und wie gesagt, ich glaube, diese Ergänzung ist sehr wichtig. Und vor allem, wie in eurem Fall, dass man diese zwei verschiedenen Charaktere hat. Ne? Wenn jetzt Feuer auf Eis trifft und das explodiert manchmal, aber es ist halt etwas, ne? Was man es löschen kann. Ne? Ja, das Feuer geht schon 7 Jahre, ne? Wir kriegen es nicht gelöscht, also dann. Ja. Man sagt doch, verflixten 7 Jahre habt ihr überstanden, also im Sinne als Tanzpartner natürlich. Nee, aber auch nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, auch für die Zuschauer, die auch selber Tänzer sind vielleicht.
es ist halt wirklich immer die Frage, was möchte man? Möchte ich einen festen Tanzpartner haben oder möchte ich einfach nur zu Partys gehen und gut sein als Tänzerin? Da muss man schon ein bisschen differenzieren und dementsprechend auch daran arbeiten. Ne? Weil eine Partnerschaft, eine Tanzpartnerschaft ist fast wie eine Partnerschaft. Man verbringt viel Zeit miteinander, man muss den anderen so ein bisschen wissen zu nehmen, auch manchmal auch zu wissen, mal nachzugeben. So. Ja, so, na, ja. Dann guckt sie direkt nicht an. Ne? Nein, aber das. Wen soll ich denn sonst dann gucken? Ich habe auf deine Bestätigung gewartet. Das, okay, also hier war der Flow nicht drin. No. Ich habe die Konnektion theoretisch nicht. Natürlich ist das möglich, ne? Je nachdem, wie weit man sich entfalten kann im Tänzerischen und vor allen Dingen, auf welchem Level befindet sich die Dame oder der Herr. Dementsprechend hast du mehr Möglichkeiten oder halt auch weniger. Ne? Das ist abhängig von deinen Ansprüchen, die du hast. Würdet ihr jetzt auch die Empfehlung geben, es sagen auch viele, mit je mehr Menschen du tanzt, desto ja, besser wirst du, weil du eben verschiedene Charaktere kennenlernst. Quasi, ihr seid jetzt ein eingespieltes Team, ne? Ihr kennt euch und ihr kennt die Abläufe. Und wenn man eben jedes Mal mit anderen tanzt, dann ist ja auch diese Rollenverteilung, das ist ja direkt aus einer ganz anderen Perspektive. Und was denkt ihr? Also ich meine, ist das hilfreich? Ja, also hilfreich. In der Partnerschaft selbst manchmal, um Ideen reinzubringen. Ne? Wenn du jetzt Reng Kizomba tanzt, dann denke ich, da sind ja die Schritte schon vorgegeben und die kannst du dann mixen. Aber so wie wir mit Kizomba Fusion, da mixen wir ja sehr viel. Ne? Also wir bringen von Salsa rein, von Zouk rein, von Hip-Hop und whatever. Ne? Und wenn du manchmal mit jemand anderem getanzt hast, dann hast du, das hat jetzt so gut funktioniert, diese Kombination. Und dann kannst du diese Kombination, dann kommst du zu Janina. Wir machen es dann in unseren Style rein. Ne? Genau. Ja. Also einfach implementieren. Dann habe ich noch eine Idee. Ja, natürlich. Dann könnte sie da rein. Ich muss das so, vor, ist noch geiler. Vorher muss ich mich noch mal präparieren. Okay, jetzt sage ich das und das und dann kommt Bibel. Nee, aber so, noch mal jetzt zu den Tänzern. Wir reden ja jetzt nur von uns als Tanzlehrer oder Artisten, wie auch immer. Aber so gerade im Social, gerade ob jetzt für Damen oder für Herren, das ist ja abhängig vom Level, ist das schon eine Bereicherung, wenn man mit vielen tanzt. Ja? Wenn man in der Lage ist, das aufzusaugen, was gut ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und sich nicht negative Sachen rausnimmt, genau, die vielleicht total ein No-Go sind in der Führung. Ja? Wo man sagt so, ey, was hast du da machen lassen? Ja? Was machst du da? Aber generell, also wenn man sehr lernfähig ist und sehr aufsaugt, dann ist das eine super, super Basis, um tänzerisch sich da auszutauschen. Ja, man kann sich auch einfach immer die ganzen verschiedenen Sachen rauspicken, ne, was einem gefällt. Genau. Ansaugen können. Genau, ne? Natürlich. Das heißt, dieses du kannst ja auch einen Stil haben und sagst, nein, das wird jetzt mein Stil sein. Genau. Und wir werden jetzt so und so tanzen, genau, und so. Ja. Nee. Ist schon cool, mit Leuten zu tanzen, dann die tanzen zu lassen, um einfach mal zu sehen, was machst du jetzt? Ja, was wird jetzt passieren? Ne? Das ist cool. Also so wie am Anfang, als wir beide angefangen haben zu tanzen, ich hatte eine harte Führung. Sie war auch, ja, lass mich ein bisschen tanzen. Und ja, das war interessant. Ne? Und das ist dann die Partnerschaft, dann funkt es und sagt, okay, cool, wir können da was machen. Ne? Und da kann man da ja, und für mich ist dann auch interessant, wenn ich dann irgendwas mache oder ich gebe ihr eine Öffnung, was macht sie jetzt daraus? Und dann muss ich ja die Antwort drauf geben. Und das hast du auch dann auf den Partys. Das ist ja wie ein Gespräch eigentlich. Ja, ne? Man singt ja oder man redet mit den Körpern. Ja. Und das ist auch natürlich jetzt unser nächster Punkt. Es geht jetzt mit euch gerade, es ist bei euch ja super spannend, dieses Lead und Follow. Weil, ja, also es gibt einmal diese starre Funktion, dass man sagt, ja, der eine führt und der andere folgt. Aber das Tanzen, das ist ja ein Zusammenspiel. Es geht ja darum, man gibt und man nimmt nicht nur, man multipliziert ja. Das heißt, was du gerade gesagt hast, das heißt, du wartest und dann kommt ja eine Antwort. Und je nachdem, wie die Antwort kommt, kann ich auch wieder anders agieren. Und das ist das Schöne. Genau, es gibt ja. Das darf man nicht vergessen. Ja. Das ist die tänzerische Vielfalt. Und ich finde, das ist das, was eigentlich. Und jetzt kommen wir auch direkt zu unserem nächsten super interessanten und super, super wichtigen Thema. Ich meine, Kizomba ist ein Paartanz. Und wie du gerade auch gesagt hast, es geht um Antworten. Und es geht einfach darum zu schauen, was kommt denn auf eine Antwort? Entweder kommt gar nichts, ja, weil sie vielleicht eine Anfängerin ist. Da muss man dann drauf eingehen. Also das ist mal, was man auch jedem Mann rät. Ne? Ja. Bevor man mit einer Dame anfängt zu tanzen, ich baller hier nicht eine Figur nach der anderen rein, um zu zeigen, wie geil ich tanzen kann, sondern
ich tanze erstmal die Basics, guck, ob die Dame überhaupt folgen kann oder ob ich sie vielleicht tragen muss. Schon. Ja. Außer du kennst sie, ne? Ja, man muss erstmal. Ich sag immer, wenn du, du musst dich immer ans Niveau heranpassen. Ne? Also wenn du ein höheres Niveau hast, das checkst du ja direkt, wenn du mit jemandem tanzt und du weißt, okay, Gewichtsverlagerung oder so, ne? Dann tanz Basic. Genau. Die wird danach nach dem Lied Danke mit dem Lachen sagen, genau. Als ja, danke. Als dieses okay. So hin und hektische. Also der hat mich hier da gemacht. Ja, nein. Und darum geht es ja auch, dieses Lied in Follow. Das ist ja sich der Anzug. Genau. Und dieses Zusammenspiel, Das ist halt so fein. Und ich merke auch, das merkt man immer wieder. Ja, aber wie ist es für euch, wenn jetzt ich als Tänzer komme und mein Level ist wirklich niedrig? Also, wie ist das dann? Ganz ehrlich, also wenn ich Männer habe, die so verzweifelt sind und wirklich sagen, ey, aber. Weil die fragen, ja, möchtest du tanzen? Ja, klar, komm. So. Ja. Klar, jeder hat mal angefangen, wir auch. Natürlich, ja? So. Natürlich. Die einen schneller, die anderen weniger. Und dann war so, aber ja, ich kann nicht viel. Ich sag, hey. Kannst du das ja auch ein bisschen nehmen? So, ne? Genau, ich sag so immer so, hey, wenn du die Basics, ne? Ich so, du hast die Basics toll getanzt. Ein Traum. Ich sag, schlimmer wäre, wenn du mich schleudern würdest. Ja. Ich sag, ich würde mir was brechen. Ich sag, würde ich dich hassen. Genau. Ja? Ich sag, mach die Basics schön, so wie du es gemacht hast. Oder es war angenehm, mit dir zu tanzen. Ja, und dann, ja, aber es ist wirklich so. Ist so ja. Man sagt ja auch wirklich, das Einfache, also wenn man das Einfache, wirklich das Einfache, die Essenz schön tanzen kann. Die kann man sehr schön. Das ist so viel wichtiger als alles, als diese ganzen Figuren. Klar, diese Figuren sind halt Zusatz, ne? Oder so ein bisschen aber Luxus. Aber es schüchtert schon viele Tänzer ein, die gerade so anfangen. Ne? Es ist wie im Salsa Bachata auch. Die sehen die Tänzer und so, okay, ich gehe jetzt mit meinem Anfängerbeispiel nicht ran. Ne? So. Es geht ja auch immer so, viele ja, so sehen dann immer diesen Schein von Figuren und dann geht es ja auch, okay, was ist denn die Essenz vom Tanzen? Was geht es jetzt gerade um die Verbindung? Und darüber wollen wir jetzt natürlich reden. Unser Thema Lead and Follow, weil, ja, ein Beispiel fällt mir ein wie im Schachspiel. Es gibt Millionen von verschiedenen Möglichkeiten, eine Figur zu wählen. Und wie dann der andere die Figur wählt, so könnt ihr natürlich auch darauf antworten. Und wie ihr gerade gesagt habt, bei euch ist es auf jeden Fall sehr präsent, dieses aktive Followen. Ja? Das heißt, du machst was, du gibst was, dann gibst du was zurück und so weiter. Ja, sonst langweilen wir uns. Das ist ja auch wichtig. Und, wir spielen so mit dem Ball, ist so, als wäre ein Fußballspiel. Ne? Paris Saint-Germain. Ne? Zack. Und dann? Und dann nichts. Ja, dann habe ich gewonnen. Ja. Champions League gewonnen, fertig. Nein, unentschieden. Nein, also es ist auch, ne? Er führt, ich folge. Dennoch kommt es auch mal zu Situationen, weil, ja gut, wir tanzen ja schon viele, viele Jahre. Ich höre die Musik manchmal anders noch wie er, ja, wenn man Musik interpretiert. Und das vergisst man halt immer beim Tanzen. Die Musik, die einen auch inspiriert und eigentlich auch einem sagt, wie man gerade auf diesem Song zu tanzen hat, so, ne, so ein bisschen. Und dann gibt er mir was und entweder sage ich, okay, ich mache das oder er wollte das und das von mir. Ich hatte aber gerade so einen coolen Flow an dieser Stelle des Songs. Und dann mache ich einfach was ganz anderes, aber dann kommt was Geiles raus. Aber das ist ein wichtiger Punkt, ne? Als Tänzer, als Mann, wenn du wenn du führst, ne? Das, was sie jetzt gerade gesagt hat, ist, wenn du etwas anderes erwartest, da ist es sehr wichtig, immer aufzupassen, was deine Tanzpartnerin macht. Weil wir tanzen dann, zack, gebe ich ihr den Freiraum zu machen, dann sehe ich, ah, sie macht das und das und das, dann ist es an mir, in die richtige Stelle und auch auf Musik wieder die Führung anzunehmen. Genau. Nicht, wenn sie noch am halben Drehen ist und dann reiße ich sie wieder zu mir. Ja, dann stolpert sie und fertig. Ne? Einfach, das ist so ein bisschen, ich glaube, das kennt jeder von euch, wenn man merkt und man tanzt mit jemandem und manchmal hat man das ja auch, du willst gerade das machen oder du hast diese Vorstellung, aber du merkst natürlich, diese Antwort geht nicht in die Richtung und darum geht es ja nicht festzuhalten, einfach loszulassen und dann wieder zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich schwierig. Was kann man das lernen? Ist das etwas, dieses Antworten und sich anpassen? Ist das etwas, was man lernen kann? Wie zuhören. Ja. Das muss man machen. Das ist zuhören mit den Augen. Und deswegen, so wie Janine auch gesagt hat, wenn du jemanden aufforderst zum Tanzen, ne, mach es nicht gerade direkt den Superstar und dann Salto nach hinten, nach vorne und. Nein, tanz mal ein Lied. Easy, du siehst, wie sie reagiert, was sie kann und ob sie überhaupt, weil manchmal tanzen mit Tänzerinnen, die das gar nicht wollen, die einfach nur, nein, führe mich, fertig, weil manchmal gibt es ihr Freiraum und die fühlt sich dann direkt, nein, traue ich mich nicht. Dann guck, check, macht sie was draus? Nee, okay, sie ist nicht so, dann tanz normal. Wenn sie es macht, dann mach's.
Und auch mit einer Partnerin, mit einer fester Partnerin kannst du das sehr gut üben, weil ihr euch einspielen könnt. Ne? Ja. Und das macht eine sehr gute Übung, um danach mit anderen zu tanzen. Chin, du hast ja auch gerade gesagt, jetzt für den Mann ist das ja auch wichtig, diese Leadrolle, dass man da offen bleibt. Und welche Empfehlung kannst du vielleicht auch an die Tänzer geben? Die beste nicht Empfehlung zu ist, wenn du als Tänzer wirklich nicht nur führen willst, aber du willst mit deiner Tanzpartnerin also spielen, ne, so wie spielen wir es machen. Ne? Ja, das ist wirklich, für mich ist das Spielen. Das ist Spielen. Ne? Dann muss auf jeden Fall deine Führung soft sein. Okay, das heißt, ich führe sie nicht so. Yes! Das ist so typisch. Das ist einfach typisch. Das sind Freunde. Das ist Chin. Nein, aber. Hauen Sie um. Ich tanze mit Zeichen. Nicht jetzt nach da oder nach da. Ja. Ich führe sie langsam. Genau, ne? So eine Intention, einfach zeigen, welche Richtung. Genau. Ist es an oder nicht. Genau. Weil bei, zum Beispiel bei einer normalen Lady Saida, ich gebe das Lady Saida an. Wenn sie danach hier denkt, sie muss was anderes machen, ich lasse sie machen. Yeah. Ich muss nur mitspielen. Dann ist gut. Also ich bevorzuge das. Deswegen würde ich auch sagen zu den Tänzern, ja, versucht mal mit dem soften Lied, weil es gibt sehr viele, die auch hart führen. Genau. Und by the way, hart führen, eine ganze Nacht so zu tanzen, das ist wirklich erstmal für die Frau und für den Mann das selbst auch. Ja. Ich habe mal abgebrochen. Aber auch für die Ladies. Ne? Die Ladies müssten dann auch mehr zuhören, ja, auf mehr die aktiv, softe genau, Führung. Ne? Genau, darum geht es ja. Ja, weil wenn du mit jemandem tanzt und deine softe Führung, weil manchmal muss ich meine Führung auch umtauschen, so wie wir sagen, anpassen, ja, ne? Ja, genau. Dann muss ich hart führen, weil du merkst, sonst versteht sie kommt, nicht. Ja. Ist auch levelbedingt. Genau, ne? Das Verständnis auch, glaube ich, genau. Diese Feinfühligkeit. Und vor allen Dingen, du hast ja auch viele im Kizomba, die wirklich vorher gar nichts tänzerisch gemacht haben. Ja, das heißt, dieses Feeling dafür, was heißt eine softe Führung und folgen und reagieren. Genau, was heißt das, diese Verbindung? Ne? Also viele kennen das halt aus, vorher Salsa Bachata getanzt, dann kam Kizomba, oh geil, finde ich mega. Ja. Die können sich da viel schneller hineinversetzen und spüren, was derjenige möchte. Aber jemand, der wirklich bei Null anfängt, entweder hat ja schon das gewisse Talent und ist generell in seiner Körperbewegung soft. Du musst auch offen sein, ne? Also wirklich mit den Gedanken musst du, okay, jetzt kann ich das machen und sich trauen, genau. Vor allem. Ne? Auch die Ladies sollen sich trauen. Fertig. Und ich finde, ist gar nichts Schlechtes daran, wenn du in einer Party, wenn ich jetzt dich auffordern würde zum Tanzen, ich kenne dich von nirgends und wir tanzen ein bisschen, ja, wir können auch kommunizieren. Lass uns mal ein bisschen das probieren. Geht doch. Ja. Ne? Genau. Oder anstatt, ja, aber jetzt habe ich versucht und sie will nicht. Das ist halt wieder diese Frage. Und dann, das ist ja, wo Kommunikation scheitert eigentlich. Also ein Tanz ist ja das. Man es muss ist halt Zuhören. Das Ego runterschrauben. Das, ja, stimmt, das gilt für Künstler, für normale Social-Tänzer. Wenn man sich einfach selbst mal ein bisschen zurückschraubt und etwas mehr gibt demjenigen, dass er die Möglichkeit hat, auch mal zu strahlen. Genau. Auch wenn es ein Anfänger ist, auch ein Anfänger kann gut sein. Ich habe mit so vielen Anfängern Basics getanzt, wo ich dachte, oh, ich danke dir für diesen schönen Tanz, weil ich wurde vorhin gequält bis zu geht nicht mehr. Ja? Genau. So, und das muss man, ich sage das dann halt auch immer, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man noch nicht so viel kann und das man ist eingeschüchtert halt. Tänzer, ne? Weil als Mann, ne, du kommst direkt ins kalte Wasser, okay, jetzt du tanzt Kizomba, genau, super, da ist eine Frau, fordere sie auf. Was mache ich? Ich kann nur Lady Saida und? Ja, genau. Mach's. Einfach machen. Die wird's mögen, so wie genau, Janina sagt. Genau. Ja, du hast mich, du hast aufs Musik getanzt, du hast deine Basic getanzt, aber es war gemütlich, ne? Genau. Angenehm, körperlich angenehm einfach. Ne? Und das ist ja auch, was den Kizomba so für mich sehr besonders macht, weil er nach außen hin so einfach scheint und die Schritte sind vielleicht einfach, aber es geht ja um die Verbindung zwischen den Personen, das ist viel, viel wichtiger ist, als was man jetzt da, ne, performt oder hinlegt. Ne? Ich finde es schön, wenn du als Frau, sagen wir, wenn ich jetzt mit dir tanzen will, dann ist das schöner, dass ich dir das vorgebe, was du mit mir zu tanzen hast, oder ist es schöner, dass du auch das Musik interpretierst? Yes, yes. Was ist jetzt das Beste? Könnt ihr mal antworten auf die Kommentare. Genau. Ne? Ich würde mich freuen, die Kommentare dazu lesen. Ich glaube, da antworten ganz viele Frauen drauf. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch gerade, was du gesagt hast. Ich finde es so, du kannst etwas anbieten und dann kann man entscheiden, nehme ich das jetzt an oder will ich das nicht annehmen? Und dann auch nicht so fest. So. Ja. Also ich muss sagen, vielleicht hattest du auch schon mal solche Situationen.
Ich hatte Situationen, wo man mir wirklich gesagt hat, nee, das soll nicht so sein. Und dann dreht man mich direkt in die andere Richtung. Ich so, was? Und dann ist man echt schon okay. Dann denkt man, okay, soll ich so höflich sein? Ja, ich meine, nicht jeder versteht das ja vielleicht von Anfang an. Und klar, jeder durchläuft diesen Prozess und kommen vielleicht wir so genau Einplans, genau tanzen, damit genau wir auf einem Level sind. Die müssen sich halt zeigen, die nehmen halt keine Rücksicht. Ne? Ja, also ich kenne diese Beispiele. Ich hatte mal einen Salzer, der hat es geliebt. Wir haben den Kurbler genannt, ja, so 10, 12 Mal hintereinander. Ja? Und du hast ihn gerade hier genannt, so beim Namen. Und nein, so. Ich habe keinen Namen genannt. Nein. Aber die Frauen aus den meiner Kurbler Gegend, die wissen, was ich meine. Okay. Ja, wenn du da 3, 4 Stunden Kennt Salzer. Könnt ihr unten drunter schreiben, richtiger Name, Facebook. Nee, auf jeden Fall, der hat dann immer so 10 Mal hintereinander. Und wenn du dann spottest, das geht ja irgendwann richtig auf den Nacken, ja, bei Geschwindigkeit. Ja, genau. Du spürst das, irgendwann kannst du nicht mehr. Das macht und doch keinen Spaß. Und ich habe immer mitgezogen, ja. Erstmal habe ich gedacht, okay, es gefällt ihm, er findet das toll mit dem Drehen. Eigentlich ich auch, wenn das gut also von der Technik her gemacht ist. Aber irgendwann habe ich gesagt, Junge, du machst mich fertig. Genau. Und wenn ich gezögert habe, manchmal blocke ich auch. Mittlerweile habe ich mir das angewöhnt, dann blocke ich das. Yes. Oder ich mache 2 Drehungen und stopp ihn. Genau. Er schaute mich geschockt an. Ich sage, ey, ich möchte heute Abend noch weiter tanzen. Mein Kopf ist jetzt schon, ne? Ja. 2 reichen. Und danach war er vorsichtiger. Ja? Ja, aber das hat lange gedauert. Ne? Also ich habe auch früher immer ja und habe alles über mich ergehen lassen mit zig Verletzungen. Mein Tanzpartner dachte immer, das ist, weil du immer ja sagst. Du hast das man Recht. Man muss halt auch mal Nein sagen. Ja, das genau hat ja nichts mit Ego oder Tussi oder arrogant. Aber der Nein wird immer schlecht aufgenommen, ne? Das, ja, das ist halt das Ding, weil Nein sagen ist nicht beliebt. Ne? Und vor allem gerade auch im Tanz und vielleicht jetzt auch an die Ladies. Also auch einfach mal okay zu sagen, nein. Ein Nein Stopp ist legitim, definitiv. Und vielleicht auch gerade so in der Bewegung, also ne, um das so charmant zu machen. Die kommen sehr selten daran, um Nein zu sagen, weil die wollen alle tanzen. Das stimmt, sie sind immer im Überschuss. Ne? Ja, genau. Nein, aber das mit dem Nein die ist... Männer müssen da eher, in der Kizomba-Szene müssen die Männer eher lernen, Nein zu sagen. Weil also wenn man auf Festivals ist oder so, die Mädels stehen ja dann Schlange, wenn die mit irgendjemandem Spezielles tanzen wollen. Und wenn der dann nach gefühlt 2 Stunden durchtanzen, sagt, sorry, I need a break. Und dann, er will jetzt nicht mit mir tanzen. Das sind die Reaktionen. Ne? Aber es gibt 2 Kategorien. Genau, wie gehst du damit um? Das ist ja du fragst mich zum Tanzen, ich sag dich gerade nein. Mhm. Du weißt ja nicht, was ich die ganze Nacht gemacht habe. Oder vielleicht habe ich gerade keine Lust und ich will was trinken. Yeah. Oder ich wollte gerade mit Mr. X einen Smalltalk haben. Ne? Aber ich sag nicht nein und dann gehe ich mit dir tanzen. Mhm. Das ist schlecht. Yes, ne? Das gibt ein schlechtes Bild. Genau. Aber wenn ich Nein sage, sag ich dazu, jetzt nicht, ich mache gerade eine Pause oder ich trinke oder ich habe gerade 2 Stunden getanzt, ich komme, hol dich später. Mhm. Wenn ich danach wieder tanzen gehe und sie ist dann am Tanzen, dann klar, dann tanze ich mit jemand anders. Ne? Aber ja, Nein sage ich aber schon mal, ja. Ja, ich meine, dieses Nein sagen ist ja auch wichtig. Ich glaube, jeder von uns hat ja auch wirklich die Möglichkeit, einfach zu sagen, nee, ich will gerade nicht tanzen, aber wie ihr gerade gesagt habt, das Problem ist ja, dass man auch wieder so sein Ego zurückschrauben muss. Ne? Alles wird persönlich genommen. Das heißt, sagst du einmal Nein, also ich habe... Du kriegst einen Stempel. Genau, du kriegst so einen Stempel. Und ich kenne auch tatsächlich Personen, die dann gesagt haben, nee, eine Frau, die mir einmal Nein gesagt hat, die werde ich nie wieder auffordern. Und das ist dann immer so eine Frage, okay, warum? Also ich meine... Der reflektiert ja dann gar nicht. Das sagt ja schon viel aus. Man soll gucken, warum hat sie Nein gesagt? Nein, es gibt ja verschiedene Neins. Es gibt verschiedene Neins. Es gibt ein Nein mit dir tanzen nicht, du gefällst mir optisch nicht. Es gibt Nein, du, ich habe gerade eine andere am Start. Oder es gibt Nein, okay, du kannst nicht tanzen. Nein, ich will Kiki. Ja, das ist scheißegal. Ja, eigentlich schon. Aber ich glaube schon, dass das teilweise so ist. Ja, das ist so ein bisschen selektiert. Generell sage ich ja auch, wenn du mit dem Kizomba tanzt, also anfangs, oder mit Salsa, du gehst ja dahin, weil du eigentlich nur dich amüsieren möchtest. Ja. Ne? Du gehst, als würdest du in einer Bar gehen und sagst, das ist Cocktailbar, ich gehe mal einen Cocktail trinken. Ne? Du darfst Nein sagen, du darfst aussuchen, was du eigentlich willst. Natürlich. Als privater Tänzer. Ne? Ja, das jetzt ist auch die Frage, genau. Ja. Also, wenn ihr als Lehrer gebucht seid, ist das natürlich nochmal was anderes. Das ist ganz anders. Auf einem Festival, auf einer Party wenn seid. Du gebucht wirst, ich denke, der Veranstalter bucht dich nicht nur für die Workshops zu geben oder für deine Show zu tanzen, aber der bucht dich, weil die Leute, die dahin kommen, die kommen auch wegen dir. Natürlich. Ja. Die kommen auch, weil die mit dir tanzen möchten. Wenn die in deinen Kursen sind, in den Workshops, dann freuen die sich, abends mal mit dir zu tanzen. Ja, man hat eine gewisse Connection dann auch schon. Ja, ne? Und das finde ich wichtig, da nicht Nein zu sagen, weil das ist ja deine Aufgabe auch. Du kommst dahin und dann tanzt auch mit denen. Nur da musst du dann
zwei Lieder, sonst wirst du nicht fertig. Ja, du hast dann eine Schlange da stehen. Ne? Ja, man hat halt eine gewisse Verantwortung. Genau. Oder? Ja. Aber so als Privatperson ist es auf jeden Fall okay, Nein zu sagen. Ja? Als Privatperson definitiv. Ladies, immer Nein sagen, wenn ihr nicht wollt. Ja, ist ganz nur einfach. Eine Sache noch, was dazu gehört, ne? Weil ich denke, es sind auch viele, die mit dir tanzen möchten, ne? Weil die dann deine Videos sehen. Mhm. Und da gibt es ja alles. Ne? Ja, machst ja okay. verschiedenen speziellen Tricks. Hatte ich schon öfters mal so. Zeig mir, warum was du drauf hast. Ja, warum machst du mir nicht das? Warum machst du mir nicht hier und da? Lift Techniques, kannst du mir mal machen? Nein, ist voll und das Musik ist ein langsames Musik. Das muss man auch verstehen. Ja. Ne? Ich tanze mit dir, ja, okay, aber wir tanzen aufs Musik. Genau, wieder zuhören. Ne? Ja. Also nicht diese Erwartung haben, ich will das so und so, weil ein Tanz ist immer spontan, das ist ein Spiel. Das ist, ja, einfach dieses Geben, Nehmen. Nee, ich nicht hatte das Geben, mal. Nehmen. Ja, du hattest keine Lust mit mir zu tanzen. Warum? Ja, du hast mir keine Sachen gemacht. Das ist okay, sorry, aber. Zu gechillt, das ist nicht cool. Nur schon zu gechillt. Ja, aber das ist ja auch okay. Also wie gesagt, der Kizomba, ich glaube auch klassisch, ist der Kizomba, es ist Gehen. Es ist einfach so. Und natürlich jetzt vielleicht Kizomba Fusion, das ist Urban Fusion, dass man da nochmal verschiedene Elemente hat. Aber Kizomba ist, ne, das ist etwas sehr Schönes und Entspanntes. Und ich glaube, was ist also wichtig ist, dass viele das auch auf jeden Fall genießen. Und ich glaube, dass man auf jeden Fall sagen kann, genießt den Tanz mehr. Also wirklich genießt die Kleinigkeiten, genießt die Basics und genießt das aktive Followen. Genau. So wie die softe Führung, hast du gesagt, ja, richtig? Die softe Führung, ja. Okay. Die habe ich von Janina, ne? Aber das Mädel, Mädel tanzen, Mädchen tanzen lassen, das habe ich von Morenasso gelernt, ne? Weil er hat ja mit Anaïs getanzt, ne? Und die hat ja auch sehr viele Ausstrahlungen, sehr viel an Lady-Styling gemacht. Ne? Und ja, ich habe ja meine Ausbildung mit ihm gemacht, dann bin ich zu Janina gekommen und Janina hat dann direkt gesagt, ja, ich möchte gern auch mal interpretieren. Gib mir diesen Raum. Ja, super, und das ist das, was ich will. Genau, weißt du? Das ist genau das. Das war wichtig. Immer mein Problem vorher. Ne? Ich musste mich so ein bisschen in so eine Kategorie einschleusen und ich bin jemand, mir wird schnell was langweilig, das ist mein Problem. Das war in allem immer so. Und da habe ich gesagt, ey, lass mal das und lass mal das. Ja. Und da waren viele noch nicht so offen für am Anfang. Und bei ihm war direkt so, ja geil, ich sag, machen wir mal eine Drehung, machen wir mal so, ja, probieren wir aus. Und zack ist das passiert, was wir ja nicht erwartet haben, dass wir damit Erfolg hatten. Klar hatten wir erstmal viele so Kritiker, weil sie sagen, ey, was machen die da? Ja, ja. Aber was machen die jetzt? Ja, ja. Die jetzt tanzen dreht kein Urban Keys, die tanzt kein Urban Keys, die tanzt kein Kizomba. Was machen sie? Was ist das? Was ist das? Ja. Auf Musik. Ja. Wir haben ja auch einen speziellen Stil, also ja. Nee, wir entfalten uns frei, tänzerisch. Ja. Und das ist auch gerade diese Entfaltung, das bietet ja Raum für Kreativität, klar. Eben das. Und nur so, also wie zu der Frage am Anfang, ne? Nur so entwickelt man sich. Mhm. Genau das ist dieser Prozess. Mhm. Und deswegen sage ich, gebe ich auch mal all den Rat, seid nicht perfekt. Mhm. Viele gehen auf die Fläche und wollen gut aussehen und ich tanze jetzt mit dem und das muss jetzt alles sitzen. Nein, bleibt locker, das ist auch nur ein Mensch. Und ja, also genieß das und dann wird man auch kreativer und lockerer dabei. Wenn du mit jemandem so tanzt und die machen so einen Fehler, ne, dann sage ich immer, die sagt dann, ah, sorry, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Sag ich, Punktenabzug, also der Jury da, der hat dir gerade Punkten abgezogen. Ne? Also, nee, ist wie Janina sagt, mach einfach, lass dich frei. Es gibt nur gute Tänzer, die das korrigieren können. Also wenn ich ja nicht reagiere, wäre es ja theoretisch ein tänzerischer Fehler. Nein, ist es nicht. Es weil geht ich, ja nicht um Fehler, genau. Aber das ist, was ich halt sagen möchte, ne? Dass die da sich nicht so einen Druck machen, sondern es gibt nur gute Tänzer, die Fehler gut ausarbeiten können. Ja? Das heißt, wenn ich anders reagiere, als er erwartet hat, reagiert er sofort mit, weil er natürlich auch die Musicality hat. Ja. Ne? Und ich springe auch darauf ein und zack, haben wir was ganz Neues. Und es gibt keinen Fehler. Also jedes Mal, wenn wir unsere Demos angucken, die sind ja immer... Das ist halt immer wieder dieses Zusammenspiel. Ja, die Leute sagen, ja, das habt ihr das geübt. Nein, das ist jetzt so Das gekommen. Ist entstanden aus etwas, was eigentlich nicht sein sollte zum Beispiel. Genau. Deswegen sage ich, es gibt kein wirkliches es gibt Falsch. Keine Fehler, es gibt keine Fehler. Man muss halt lernen, diese Kunst zu beherrschen. Außer du tanzt jetzt agieren. Einen Wettkampftanz, wo du machst, okay, da bist du ja sowieso eingespielt. Ja, das ist ja was anderes. Das ist was anderes. Wir reden ja gerade um die Essenz deswegen, des Kizomba. Ja. Das sind ja zwei verschiedene Dings. Und die Leute, die mischen beides. Oder die denken, ich muss jetzt auf Piste und perfekt tanzen. Nee. Ja, darum geht es nicht. Ja. Und deswegen ist das jetzt so super interessant. Wir haben darüber geredet, wie dieses Zusammenspiel zwischen den Tanzenden funktioniert. Und ich hoffe natürlich, dass ihr für euch auf jeden Fall was mitgenommen habt.
Und ja, erzählt euch jetzt mal über die Choreo. Also ihr habt ja wahrscheinlich dieses schöne Zusammenspiel mit eingebunden. Was gibt ihr für Tipps, was für Empfehlungen? Weil es ist ja immer noch eine Challenge an euch alle. Wir haben eine super, super coole Choreo von diesen beiden Crazy Kanonen für euch. Und ihr sollt auf jeden Fall mitmachen. Und jetzt, ja, erzählt mal, was, also was ist wichtig? Da wird Crazy Kanone draufstehen. Ja, ich will das widmen dir. Crazy Kanonen. Ja. Passt. Ja. Du willst sie nicht ablenken. Komm, also, komm, du wolltest denen was sagen. Ja, ja, ich wollte was sagen. Also, genau. Was wollt ihr denen mitgeben? Also, wir haben uns was ausgedacht. Ne? Das heißt, wir haben nicht jetzt eins zu eins jetzt die Choreo so gemacht, dass, okay, da könnt ihr was machen, da. Uns ist es jetzt wichtig, dass wir auch mal sehen, wie ihr miteinander spielt, wie wir hier jetzt geredet haben. Ne? So spielen. Wir freuen uns. Da sind Öffnungen, in den ganzen Schritten habt ihr überall Platz, was von euch zu geben. Das heißt, nicht jetzt, okay, das ist genau so, Chint hat bei 3 so gemacht und Janina so. Nein, macht wie ihr wollt, follow den Weg natürlich, ne? Genau, so wie so wir es gemacht haben. Ne? Ja. Aber macht euer Stil und für die Mädels, ich will euch tanzen sehen. Ich will sehen, wie ihr mit der Musik redet. Oh. Nicht nur den Mann, die Frauen will ich sehen. Yes. Ja, Ladies, ihr habt wirklich viele Möglichkeiten, euch da zu präsentieren. Nehmt euch auf jeden Fall auch die Zeit. Wenn ihr mehr Pause braucht, zieht eine längere Pause, genießt eher die Musik und tanzt das im Körper mehr aus. Also das habt ihr wirklich freie Die Choreo freie könnt ihr lange rausziehen. Ne? Ja. Wir haben sie wirklich so auf 4-8 haben wir gemacht. Ne? Kann sein. Könnt ihr ruhig 6-7-8 draus machen und mehr draus nehmen, etwas vom Mädchen zu machen und auch Mann. Also Aktion, Reaktion. So. Yes. Und da singt auch direkt mein Herz. Es geht genau darum, Ladies, tanzt und fühlt euch frei, genauso ihr Männer. Es geht einfach in diesem Kizomba-Tanz um die Verbindung, um diese wunderschöne Verbindung. Und nicht vergessen, über was wir heute Schönes geredet haben. Aktives Following und softes Leading, richtig? Mhm. Das ist auf jeden Fall, es bringt euch auf jeden Fall einen großen Mehrwert. Ja, und das heißt... Der Spaß. Natürlich, Spaß muss kommt sein. Kommt automatisch. Also Kizomba heißt sowieso Party machen. Ne? Yes, also ist automatisch da. Party, einfach so auf der Straße. Du musst kommen, ne, komm gechillt, ganz easy. Ne? Und dann ist das gut. Yes. So Leute, also gespannt, ne? macht mit. Es gibt interessante Preise zu gewinnen. Und ja, 2 Wochen habt ihr Zeit. Und dann folgt die Preisverleihung. Und wir freuen uns auf eure Videos. Ja, definitiv. Genau. Lasst es krachen. Männer, ihr auch. Aktion, Reaktion. Ich will Aktion, Reaktion sehen. Ich will Kindergartenspiel sehen. Ich wollte gerade sagen, mit Spiel, genau. Ja, weißt du, so einen Ball wirfst du und dann wieder zurück. Ja. Und dann, ne? Weil ich werf dir nicht den Ball und ich krieg nicht mehr zurück, dann amüsiere ich mich nicht. Ja. Also es wird definitiv eine Herausforderung, ne? Weil man sich da nicht so durchschmuggeln kann, weil es eine feste Struktur gibt, sondern wir haben immer zwischendurch so längere Breaks, wo aktiv mal der Herr im Fokus steht oder mal die Frau. Ja, wo das halt so das zum heißt, Vorschein kommt. Man muss sich mal überwinden, wirklich zu sagen, aktiv, oh, jetzt muss ich wirklich mal in Szene treten und da was machen mit mir. Ne? So. That's my part. Also, Ladies. Ich bin echt gespannt auf die Videos. Ich freue mich schon. Dime si tú recuerdas del beso que te di. Por esas razones dejé de pensar en ti. Al fin me di cuenta que no sentías nada. So Leute, das war unsere 2. Sendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit unseren 2 super, super coolen Gästen. Schreibt uns gerne, liked unsere Seite. Vielleicht habt ihr verschiedene weitere Themen, die ihr spannend findet und über die wir uns mit den nächsten Gästen mal gerne austauschen können. Was habt ihr so? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? All diese Fragen, die wir heute geredet haben. Spricht uns an, schreibt in die Kommentare und gebt uns ein Like. Und jetzt bleibt nur noch eine Sache. Mitmachen. Und gewinnen. So Leute, vielleicht noch ein paar Wörter zu unseren lieben Zuschauern. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke dir, danke für die Einladung. Yes, yes. Auf jeden Fall followen, weil die machen eine super, super Arbeit. Genau. Ja, und ich meine, der Tanz, das sind wir. Und wir brauchen.